Mein Name ist Alexander Schubert, ich bin Komponist und in Hamburg lebend, verbinde in meiner Arbeit das, was man vielleicht im weitesten Sinne klassische oder zeitgenössische Komposition nennt, mit anderen medialen Inhalten wie Video, Performance, Installation, Licht, Nebel und probiere so verschiedene Aspekte zusammenzubringen, die immer im Musikalischen gewurzelt sind, aber visuelle und andere Inhalte immer mit einbeziehen. Das Hauptprojekt, was ich bei B. Beethoven mache, ist das Erschaffen eines sogenannten Digital First Werkes in Kooperation mit dem Ensemble Resonanz. Das heißt, es ist ein Stück, was nicht wie sonst die Sachen, die ich mache, für die Bühne und für Musiker auf der Bühne ausschließlich geschrieben ist, sondern was im Internet zu finden sein wird. Das heißt, etwas, wo der mediale Anteil oder der Online-Anteil keine Erweiterung oder Dokumentation eines bestehenden Werkes ist, sondern wo das eigentliche Werk ist und der reale Aspekt, der unter Umständen auf einer Bühne stattfindet, ein Teil davon ist, der sich dem unterordnet. Momentan ist es quasi noch in der Entwicklungsphase und man kann sagen, das ist ja ein dreijähriger Rahmen, in dem dieses Stück entwickelt werden soll. Und auf dem Weg dorthin gibt es verschiedene andere Stücke, und die sich mit ähnlichen Themen auseinandersetzen. Und das kann man dann vielleicht ja nicht so wirklich als Studien, aber es ist quasi schon so ein Explorieren des Raumes quasi oder dieses Themenkomplexes. Da gibt es dann teilweise Stücke, die auch schon einen großen Online-Anteil haben, wo zum Beispiel Nutzer und Besucher einer Internetseite Partituren selber mit gestalten und verändern können, das heißt Einfluss nehmen können auf ein Stück. Dann gibt es eine andere Arbeit, die auch in diesem Jahr schon realisiert wird, wo es auch um Virtualität geht. Das ist dann eher eine installative Arbeit, wo Leute durch die Augen eines anderen schauen können, die mit Funkkameras ausgestattet sind. Das heißt, die ganzen Arbeiten in den kommenden 3 Jahren, mit denen ich mich beschäftige, haben alle diese Aspekte von Virtualität und damit verbunden dann auch Täuschung und Kontrolle und vielleicht sowas auch wie Persönlichkeitsrechte im etwas weiteren Sinne. Und genau, das ist so der Rahmen, und am Ende davon wird dann die Kooperation mit dem Ensemble Resonanz stehen, wo momentan in verschiedene Richtungen geguckt wird und auch die Erkenntnisse und auch die Schritte von den anderen Stücken damit einfließen werden. Ja, vielleicht im Anschluss oder nach dem Abschluss des Projektes würde ich es so sehen, dass man in diesen 3 Jahren ich in verschiedenen Projekten und auch in verschiedenen Gruppen so eine Art Toolkit erarbeitet habe oder vielleicht verschiedene Ansätze ausprobiert habe, wie man mit dem Thema Virtualität, Täuschung, Medialität im Konzertkontext umgehen kann. Und ist quasi vielleicht eine Fragestellung, die mit unterschiedlichen Stücken unterschiedlich angegangen und beleuchtet wird. Und mein Wunsch daraus wäre, quasi sowas wie ein Werkzeugkasten oder auch einfach eher auch so im forschenden Sinne verschiedene Perspektiven zu entwickeln, mit denen man dann weiterarbeiten kann und die quasi dieses Feld in der Form schon abstecken. Das ist so das, was für mich auf inhaltlicher oder auch auf kompositorischer Weise wichtig ist. Und ganz faktisch bleiben natürlich dann auch die Stücke bestehen, die auch diesen Online-Charakter haben zum Beispiel. Das heißt, es gibt das Stück, was jetzt im Mai schon diesen Jahres kommen wird, wo es ein Teil auch in einer Website gefasst ist. Die besteht zum Beispiel fort und verändert sich kontinuierlich. Das heißt, das ist etwas, was man immer weiter beobachten kann, analysieren kann und auch sehen oder auch daraus lernen kann, wie sowas funktioniert. Und in gleicher Weise sehe ich das mit dem Kooperationsprojekt mit Ensemble Resonanz sowieso. Das ist ja was eh auch eine fortlaufende Beständigkeit hat. Und das ist auch das, was dann eigentlich das Spannende ist, dass der eine Punkt ist, bei diesen Stücken vielleicht das Setting zu schaffen oder quasi einen Raum zu schaffen und ein technisches Setup zu etablieren, was bestimmte Interaktionsformen zulässt. Das andere ist dann aber zu gucken, was passiert damit eigentlich? Was passiert in der Interaktion mit den Benutzern, mit den Besuchern einer Installation, mit den Menschen, die auf die Website gehen und damit interagieren. Das heißt, der Teil
dieser Community-Aspekt, aber auch der Kontrollaspekt und wie verhält man sich in Relation zu so einem System. Das ist das, was die Sache vielleicht spannend macht und das ist das, was man dann auch im weiteren Verlauf hoffentlich beobachten, dokumentieren und daraus lernen kann. Grundsätzlich ist es vielleicht so, dass bei den Projekten, die ich jetzt plane und auch wo ich meine Arbeit langsam hin entwickle, dass die Form der Präsentation zunehmend weiter weggeht von einem typischen klassischen Konzert. Das bedeutet, dass man andere Räume braucht, dass man zum Beispiel kleinere Nutzergruppen hat, dass Teile davon vielleicht nur online stattfinden, dass manches eher dann als eher sowas ist wie ein Kurzfilm und keine und vielleicht gar kein Instrument mehr auf der Bühne gespielt wird. Das heißt, die Grundüberzeugungsarbeit für all diese Projekte ist eigentlich immer, die Menschen dazu oder Veranstalter oder Sponsoren oder Unterstützer davon zu überzeugen, dass es Sinn macht oder dass es sich dass der Aufwand sich lohnt, von einem Konzertraum wegzugehen, von einer Frontalpräsentation wegzugehen und sagen mit den Konventionen der klassischen Konzertsituation zu brechen. Und das bedeutet natürlich häufig einen gewissen Aufwand, das bedeutet, dass teilweise weniger Publikum rein kann. Das heißt, dass man Technik oder Settings irgendwo aufbauen muss, wo sie eigentlich nicht zu finden sind. Ich glaube, das ist immer die größte Hürde, quasi zu vermitteln, dass das aber auch zwingend notwendig ist, dass es quasi nicht nur ein Gimmick ist oder dass es nicht nur vielleicht fancy ist, das Konzert nicht im klassischen Konzertsaal zu machen, sondern irgendwo anders, sondern dass das Setting oder das Szenario, in dem so ein Stück etabliert wird, auch relevant ist und auch nicht rauszustreichender Teil von einem Konzept eines Stückes.